hier in BB wird Ihnen präsentiert von Sehne. Unseren 3-Stufen Natursauerteig lassen wir 24 Stunden Zeit, sich zu entfalten. Und das schmeckt man. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir in BB. Ja, wir sind heute in der Stadt, die genau 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat. Und da sind wir auch mächtig stolz drauf. Aber eigentlich sind wir auch ein bisschen, man erkennt es auch an meinem Outfit, in Afrika. Bevor wir über Afrika in Böblingen sprechen, sprechen wir erst einmal über Herrenberg. Auch da soll etwas Zuwachs kommen. Und ob Herrenberg als Herrenberg größer geworden ist, da schauen wir gleich mal rein. Hier wohnen sie, Herrenbergs jüngste Einwohner in den Nistkästen am Oberamt. Die werden heute kontrolliert, um zu sehen, wie sich die Mauerseglerpopulation in der Stadt entwickelt. 11 Junge gibt es in diesem Jahr in den 4 Bruthöhlen hier. Das ist ein gutes Zeichen. Sie werden von Fachleuten untersucht, Parasiten wie hier die Lausfliege werden entfernt. Der Mauersegler ist zwar nicht akut bedroht, findet aber immer weniger Nistmöglichkeiten. Sanierungen von Altbauten rauben ihm Löcher und Höhlen in Hauswänden und Dächern. In Herrenberg werden deshalb Paten gesucht, die an der eigenen Hauswand Nistkästen für die Mauersegler einrichten. Auf dem Sindelfinger Wettbachplatz haben die Veranstalter des Public Viewings zur WM eine positive Bilanz gezogen. Weit mehr als 30.000 Besucher haben die Spiele hier insgesamt verfolgt, obwohl Deutschland bereits in der Vorrunde ausgeschieden ist. Zum Finale haben Kroaten und Franzosen gemeinsam mitgefiebert und auch wenn es nicht für alle gut ausgegangen ist, am Ende doch gemeinsam gefeiert. Und in Böblingen haben Schüler wieder die ganze Stadt zur Bühne gemacht. School Goes Street ist einmal im Jahr das Motto. 17 Schülergruppen waren dieses Jahr mit dabei und haben gezeigt, was sie drauf haben. Ja, und was hat jetzt bitteschön hier in Böblingen der Elbenplatz mit Afrika zu tun? Zum Beispiel dieser Mann, Mauro, du bist der Veranstalter vom Afrika Festival 2018. Ein Satz, was steckt dahinter? Afrika in Böblingen, 3 Tage lang auf dem Elbenplatz. Das ist der Bundheit dieser Nation, der Offenheit von Böblingen. Wir sind herzlich hier in diesem Land. Und da sprechen wir auch gleich drüber. Vorher heißt es aber erst, ein Bundestagsabgeordneter, 2 Olympiateilnehmerinnen und ein Bürgermeister tragen Wasser. Und das als Hobby. Ich weiß nicht, was da draus werden soll. Bundestagsabgeordneter Marc Bjardat sprintet los. Erster Bürgermeister Tobias Heitzmann schnappt sich einen Eimer, während Tischtennis-Ikone Hongi Gotsch über die Bahn stürmt. Das Publikum tobt auf den Rängen. Aber halt, von Anfang an. Das inklusive Sportfest wird heute hier gefeiert. Mehr als 400 Grundschüler aus dem ganzen Kreis Böblingen kommen ins Stadion am Silberweg. Aus einem einzigen Grund. Wir haben gemeinsam Spaß, wir haben ein wettbewerbsfreies Angebot, bei dem von jedem Kind verschiedene Fähigkeiten getestet werden, sei es Fühlen oder auch Massage oder Turmbauen. Also immer wieder eine neue Herausforderung für alle Teilnehmer. Wir haben das Rollstuhl-Basketball-Angebot, bei dem man einfach mal das Rollstuhlfahren lernen kann und schauen, wie man sich da bewegt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Hier können die Kids ausprobieren, wie man sich überhaupt im Rollstuhl bewegen kann. Nebenan kann dann gegen die Profis Basketball gespielt werden, mit mehr oder weniger Erfolg. Überhaupt steht bei der Veranstaltung das Ausprobieren im Vordergrund. Alles, was man so gemeinsam erlebt, bleibt einem viel mehr im Gedächtnis und ja, man kann darauf aufbauen. Die Berührungsängste werden abgebaut, man kann die einzelnen Fähigkeiten von jemandem kennenlernen und man kann sich einfach gegenseitig unterstützen und das ist so schön, wenn alle zusammenkommen. Deswegen auch das Motto in diesem Jahr, wir sind eins. Egal, wer was gut oder nicht so gut kann, jeder darf alles machen. Im Mittelpunkt steht das Team und nicht der Einzelkämpfer. So auch beim Höhepunkt des Festes, der Pendelstaffel mit den prominenten Laufpaten. Die Olympioniken Kim Bui aus Stuttgart und Hongi Gotsch aus Böblingen aus dem Sport und Marc Bjardat und Tobias Heitzmann aus der Politik schwören ihre Teams ein. Das Fest ist zu diesem Zeitpunkt schon wieder ein voller Erfolg. Wir machen es jetzt zum zweiten Mal. Wir sind letztes Jahr gestartet als Pilotprojekt und da das so gut ankam, haben wir einfach gesagt, wir machen das dieses Jahr wieder
Und siehe da, es kam besser an, als wir gedacht haben. Wir haben uns mehr als verdoppelt von den Teilnehmerzahlen. Und es ist einfach total schön, dass sich das immer weiter ausbaut. Und dann geht's doch noch um die Wurst. Das Wasser von der einen muss möglichst schnell zur Gummiente in die andere Wanne. Die Teams der Laufpaten geben alles und auch die Paten selbst legen sich mächtig ins Zeug. Die Gewinner stehen allerdings eh schon fest. Es sind die 400 teilnehmenden Kinder. Gleich sprechen wir über das Afrika-Festival 2018 und ich hoffe, da wird unheimlich viel los sein. Mauro wird es gleich darüber erzählen, weil Afrika ist unglaublich vielfältig. Über 50 Länder auf einem Kontinent von A bis Z, von Ägypten bis zur Zentralafrikanischen Republik. Aus welchem Land kommst du ursprünglich? Ich bin aus Gambia. Ja, über 1200 Sprachen, wie heißt deine? Mandinka. Außer Deutsch kannst du auch noch das. Und wie sich das anhört, da frage ich dich auch gleich mal. Oder fangen wir gleich an. Wir machen jetzt Werbung auf Mandinka. Ah, advertisement okay, Mandinka kann oder sein. Hätte ich nicht besser sagen können. Steht das Wasser bis zum Hals? Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. So, jetzt sprechen wir über das, warum du hierher gekommen bist. Wir sprechen nämlich jetzt über das Afrika-Festival. Wann geht das ganz genau los, Mau? Ja, das Afrika-Festival Böblingen geht ab dem 27. Juli bis 29. Juli. Und ihr habt ja unheimlich viele Aussteller da, viele Vereine vielleicht auch. Aus wie vielen Nationen in Afrika kommen denn die Aussteller hierher? Wir haben über 27 Nationen, die auf diesem Festival dabei sein werden in diesem Ende Juli. Wir haben natürlich auch soziale Verbände, die halt einfach mal aus sozialen Gründen mit Afrika zu tun haben. Die werden auch hier auf diesem Platz am 27. bis 29. stehen. So, aber es heißt ja nicht, dass da einfach jetzt verschiedene Nationen hier stehen werden mit einem Stand. Was gibt es denn an den Ständen zu kaufen, zu erwerben? Was kann man hier erleben? Vielfalt. Vielfalt im Sinne von Masken, Kunsthandwerk, spezielle bunte Kleidung aus Afrika, spezielle Essensvariationen von Afrika bis zu großartige Kunsthandwerke sind hier auf dem Platz zu finden. Was mir besonders gut gefällt, das sind die Stände, bei denen ich auch Musikinstrumente kaufen kann, zum Beispiel Trommeln. Ja, das ist ein Teil der Afrika-Festival. Wenn ein Afrika-Festival ohne einen Trommelstand ist, dann fehlt was, weil da auch Afrika seine Geschichte, vor allem das kulturelle Geschichte, viel von Trommel hängt. Deshalb werden auch sehr viele Aussteller, beziehungsweise 1 bis 2 Aussteller Trommel verkaufen hier auf dem Platz. Was es sonst noch an Rahmenprogrammen gibt rund um das Afrika-Festival, sprechen wir gleich drüber, weil es gibt auch noch ein bisschen was anderes, die Veranstaltungstipps. Das Schuljahr geht zu Ende und in Leonberg wird das wieder mit einer großen Poolparty zelebriert. Jeder, der am letzten Schultag sein Jahreszeugnis beim Eingang zeigt, bekommt freien Eintritt ins Leobad. Und drinnen erwartet alle ein buntes Programm mit Hüpfburg, Musik und jeder Menge Spiele. Party gibt's auch in Sindelfingen, die Klangfarben stehen an. 3 Tage lang Streetfood-Fiesta mit verschiedensten Essensständen auf Marktplatz und unterer Vorstadt. Dazu ein buntes Musikprogramm, unter anderem mit Straßenmusik am Samstag. Und schon am Freitag kann in den Geschäften rundherum bis 22 Uhr eingekauft werden. Und in Herrenberg geht's wieder raus zum Filmschauen. Das Sommernachtskino in der alten Schlossruine startet sein Programm. Ab sofort und bis zum 5. August wird jeden Abend ein Film gezeigt. Darunter Produktionen wie Dieses bescheuerte Herz, Das schweigende Klassenzimmer und zum Bundesstart auch der Blockbuster Mission Impossible Fallout. Ja, schade, hier auf dem Elbenplatz ist ja im Moment noch tote Hose, aber Ende Juli sieht das hier ganz, ganz anders aus. Da haben wir nämlich hier das Afrika-Festival 2018. Wir haben
haben auch schon darüber gesprochen, was für Aussteller aus wie vielen afrikanischen Ländern hier sein werden. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, es gibt nämlich hier wesentlich mehr als nur Essen, da sprechen wir auch gleich drüber, und Trinken und die ganzen Aussteller. Es gibt ja auch ein Rahmenprogramm mit Musik und Tanz. Wie sieht das denn aus? Musik und Tanz, das kann nicht fehlen. Es gibt zwei Gruppen jeden Tag, von Freitag bis Sonntag. Unter anderem, wir haben eine berühmte Person aus dem Südafrika. Velile ist eine Besonderheit, die hier am Samstag spielen wird. Natürlich gibt es auch Kinderprogramme. Dieses Jahr mit Kinderhofburg, eine Kinderambiente, wo die Eltern sich auch sehr, sehr wohl fühlen werden. Wenn wir hier über das Afrika-Festival sprechen, dürfen wir eines auf gar keinen Fall vergessen, das ist Essen und Trinken, bevorzugterweise Essen, weil die afrikanische Küche, die gibt so unglaublich viel her an Gewürzen und an verschiedenen Zutaten. Was alles wird es denn hier zu essen geben? Also wir haben bis zu 5 Essensanbieter aus Nigeria, aus Ghana, aus Kenia und natürlich aus Gambia. Dieses Essen ist eine Vielfalt, das Süd-, Ost-, West- und Zentralafrika betrifft. Man kann hier alles probieren. Man kann unter anderem auch exotische Sachen probieren wie Antilopen, wie Gnu. Das Gleiche gilt auch für die afrikanische Küche, die man mit sehr vielen, mit Erdnussbutter, Hühnchen, in viele verschiedene leckere Soßen, so wie Yassa, in einem Curry, Zwiebel, Senf, Marinade. Das ist wunderbar und sehr lecker und das kommt immer sehr gut an. Was ist denn das Allerliebste, wenn ich jetzt mal dich frage, weil du wirst auf jeden Fall auch als Koch hinter dem Herd stehen. Das kann ich jedem empfehlen. Erdnussbuttersoße, Domoda, in Rindergulasch gekocht, das darf niemand auf diesem Festival verpassen. So, wir haben jetzt natürlich auch hier unten eingeblendet, wann genau das stattfindet, eure Homepage mit dazu. Mal auf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich, wie heißt Dankeschön und auf Wiedersehen auf deiner Sprache, deiner ursprünglichen? Mandinka ist die ursprüngliche Sprache und in Mandinka sagt man Fonyato, Fowatido, Alninkaira. Arinkara, sage ich auch zu Ihnen und nächste Woche eine neue Ausgabe von Via NBB. Via NBB wurde Ihnen präsentiert von Sehne, Ihr Familienbäcker.